Wir kommen zum zweiten Platz. Sie kann nicht wiederkommen. Die Kleinste ist wieder einmal eine der Größten geworden. Sie hat gleich zwei Titel in den Hitparaden, Japanese Boy und auch Mama Lorraine. Ihr zweiter Platz, Ihre Andrea Jürgens. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dreimal war sie dabei, damit ausgeschieden mit diesem Titel Mama Lorraine. Und der Carlo von Tiedemann hat mir erzählt, am Samstag warst du in Hamburg bei der Schaubude dabei. Aha, jetzt kommt noch jemand mit einer Rose. Oh, danke schön. Prima. Und da hast du zur Mami gesagt, das erste Mal, dass ich im Leben am Nikolaustag nicht zu Hause bin, ist der gestrige Sonntag bei unserer Probe gewesen. Und wir haben gesagt, wir haben eigentlich einen sehr schönen Nikolausschuh und wir haben auch etwas da drin, was dir sicherlich viel Freude macht, nämlich die goldene 3. Das ist aber toll. Danke, Onkel Dieter. Danke, Onkel Dieter, das ist ungeheuer, nicht? Aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben auch noch einen kleinen da drin mit etwas Süßigkeiten. Und wenn ich jetzt gerade eben hier vorne einen Titel von dir drauf habe, ein Herz für Kinder, dann möchte ich eigentlich noch einen kleinen Programmhinweis machen. Darf ich das dir mal geben so? Danke. Alles zusammen? Danke schön, Andrea. Bis hoffentlich bald. Dank. Tschüss. Mach es gut. Toll, toll, toll. Andrea, du musst noch einen Augenblick da bleiben. Ich habe nämlich noch etwas für dich. Ich habe diese Platte gekauft. Da sind 20 Interpreten drauf, 20 Stars und ihre großen Erfolge. Dies ist nicht nur eine Langspielplatte, sondern dies ist eine Sendung, die am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr in Ihrem Programm ausgestrahlt wird, im ZDF, 19.30 Uhr, die Superhitparade mit allen denen, die da drauf sind und noch etwas. Sie alle, meine Damen und Herren, Millionen Leser der Bildzeitung, Millionen Leser von Hörer von RTL haben ausgesucht und wir präsentieren Ihr Programm im wahrsten Sinne des Wortes. Und 2 Mark dieser Platte gehen für einen guten Zweck, nämlich für die Aktion Ein Herz für Kinder. Ich habe die Platte gekauft, ich schenke sie jetzt weiter.
Vielleicht tun Sie das Gleiche und tun damit ein gutes Werk. Und manche Kinderherzen schlagen am Weihnachtsabend höher durch Ihre Spende. Dankeschön, Andrea. So, meine Damen und Herren.